So, meine Lieben, wir sind zurück bei Harveys Neue Augen. Ein kleines Rollenspiel steht uns bevor. Wir sind Lillegrim, der Finstere. Ich muss jetzt erstmal, glaube ich, einzeln hier mit den einzelnen NPCs hier sprechen. Hier, das ist der geheimnisvolle NPC, wohlgemerkt. Hat eine sehr komische Nase. Keine Ahnung, wer das ist. Das hier ist auf jeden Fall Petra. Das ist Droggelbecher. Und das ist, hier, Schnippo. Ich weiß gerade gar nicht, wie der heißt, wenn er nicht in seiner Rollenspielform ist. Mit dem spreche ich jetzt auf jeden Fall als erstes, dieser Trübselige. Mach mal einen Wurf auf Charisma, Peter. Muss ich? War ja klar. Schnippo ist wohl der hässlichste Narr, den du jemals gesehen hast. Ah. Peter hieß er, genau so. Hallo, Lillegrim. Möchtest du dich von meinen lustigen Späßen erheitern lassen? Dann schau her. Und? Schon amüsiert? Ja. Angriff. Ich dachte ja nicht, dass ich jemals so etwas sagen würde. Aber ich wünschte, wir würden in die Schlacht ziehen, anstatt hier nur rumzulungern. Ein schneller, blutiger Tod wäre mir deutlich lieber als diese nicht enden wollende Erniedrigung. Oh, er gefällt mir. Ich habe keine Angst vor den Kobolden, falls du das meinst. Ich fürchte mich nicht davor, von mächtigen Koboldwaffen in Einzelteile zerlegt zu werden. Und die Gerüchte, dass sie die Gedärme ihrer Opfer um dornige Spieße wickeln, prallen von mir ab. Denn ich bin Schnippo, der lustige Spaßmacher der Gruppe. Schnippo. Ja, es sieht nicht nur so aus. Ich jongliere tatsächlich nur mit einer Kugel. Und ich weiß auch, wie lächerlich das wirken muss. Auf meinem Charakterbogen stand, dass ich, der lustige Schnippo, habe die erstaunliche Fähigkeit, mit 55 Kugeln gleichzeitig zu jonglieren. Aber so gerne ich mein Gehirn doch mit der Vorstellung belastet hätte, wie das wohl aussehen würde. Der geheimnisvolle Wanderer meinte, ich solle lieber nur mit einer Kugel jonglieren, weil das viel besinnlicher ist. Und solange ich nicht aus Scham oder Langeweile einer spontanen Selbstentzündung erliege, werde ich mich daran halten. Wenn du einen besseren Vorschlag hast. 55 Kugeln, 3 Kugeln, bei einer Kugel bleiben, keine Kugel. Du meinst, ich sollte es mal ganz ohne Kugel probieren? Bravo! Du hast die einzige Möglichkeit gefunden, meine Langeweile noch weiter zu steigern. Andererseits, wenn ich ohne Kugel jongliere, könnte ich mich vielleicht sogar etwas hinlegen. Gegen Schlafen hat hier ja offenbar niemand etwas. Ach. Okay. Und wir können uns die Kugel krallen. Na, sehr schön. Mach mal einen Wurf auf Charisma, Peter. Muss ich? Okay. Das bringt uns gerade nicht weiter. Das hatten wir schon. Sir Droggalot. Sir Droggalot sah prächtig aus in seiner strahlenden Rüstung. Droggebecher! Ein Mithrilharnisch? Wirklich? Droggebecher! Na gut. In seinem Mithrilharnisch. Droggebecher. Hallo Lillegrim. Bist du immer noch auf den Beinen? Du solltest dich ausruhen. Ich halte Wache und pass auf, dass das Feuer nicht ausgeht. Jetzt schau mal nicht so grimmig. Dein Tatendrang ehrt dich zwar, aber der geheimnisvolle Wanderer hat recht. In der Ruhe liegt die Kraft. Lillegrim hätte den tapferen Sir Droggalot am liebsten angebrüllt. Sie war sicher nicht den ganzen Weg zur Koboldklamm gereist, um zu schlafen. Doch etwas hielt sie davon ab, die Kontrolle zu verlieren. Wütend wandte sie sich von ihrem Gefährten ab. Ich hatte mich schon... Ihr Blick
fiel auf den stillen Wanderer, der das ganze Gespräch mit angehört hatte. Hatte sie da ein Schmunzeln unter der Kapuze gesehen? Ich hatte mich schon gefragt, inwieweit Droggelbecher sprechen kann, aber in der Rollenspielform kann er anscheinend ganz normal sprechen. Dieses Droggelbecher sagt er anscheinend wirklich nur im echten Leben. Ich weiß ja, was du sagen willst. Du bist zum Kämpfen hier und nicht zum Rasten, stimmt's? Vielleicht sollten wir doch noch heute Nacht die Ruhe bewahren und unsere Kräfte sammeln. Das wolltest du doch sagen, oder? Der Wanderer hat recht. Überstürztes Handeln hat noch nie einen Vorteil gebracht. Okay. Keine Angst. Die Kobolde werden uns heute Nacht bestimmt nicht mehr angreifen. Sie bewachen ihren Staudamm in der Klamm. Ich frage mich allerdings, was sie vorhaben. Den rosaroten Fluss zu stauen und dadurch das Tal der unbequemen Erinnerung zu überfluten. Wozu? Das alles ist sehr rätselhaft. Übersetzt, Droggelbecher. Machst du dir Sorgen um das Feuer? Normalerweise würde ich dir recht geben. Die paar Scheite reichen bei weitem nicht aus, um das Feuer die ganze Nacht in Gange zu halten. Außerdem passieren immer die tollsten Sachen, wenn man sich bei der Suche nach Feuerholz in den Wald schlägt. Man findet Schatzkarten, fällt in verwunschene Brunnen oder trifft auf Händler mit magischen Amuletten. Vielleicht sollte ich ein wenig entspannen und es für heute gut sein lassen? Das war es doch, was du sagen wolltest, oder? Der Wanderer hat recht. Es muss ja nicht immer was passieren. Und die Nacht ist ja recht warm. Ich warte nur noch, bis der letzte Scheit ins Feuer muss. Dann gehe ich auch schlafen. Die sind alle, also beziehungsweise Droggelbecher ist eigentlich abenteuerlustig, aber der Wanderer sorgt immer dafür, dass das Ganze halt irgendwie nicht zu dem Ende kommt, was wir, glaube ich, auch herbeiführen wollen. Bist du etwa auch so müde wie ich? Na gut. Petrulla. Petrulla saß am Feuer und beobachtete den Teekessel. Beschreib dich doch mal kurz selbst. Also, ich bin voll die mächtige Zauberin und hübsch, aber auch voll mächtig. Und ich trage eine Robe mit goldenen Stickmustern. Und das ist auch voll hübsch, weißt du? Unter der Kapuze sehe ich dann voll Gothic-mäßig aus, aber hübsch. Danke, Petra. Das reicht wohl. Vor allen Dingen die hübschen Zähnchen machen gar nicht den Eindruck, als ob sie ein Haifisch wäre und nicht eine Magierin. Erschreck mich doch nicht so. Du siehst doch, dass ich den Kessel bewache. Wir haben hier immer alle die gleichen Dialoge. Na okay, bis auf den einen oder anderen. Hier der Kessel geht zum Beispiel nur bei Petrulla. Die Kobolde verhalten sich ruhig. Zu ruhig vielleicht. Was haben die Kobolde bloß vor? Warum setzen sie eine der größten Gedenkstätten des Königreichs unter Wasser? Mir ist ja mal was Ähnliches passiert. Aber das war ein Unfall. Und außerdem glaube ich auch nicht, dass die königliche Toilette wirklich als Gedenkstätte zählt. Wenn du dich fragst, was ich hier treibe, ich braue natürlich einen diabolischen Zaubertrank. Naja, in Wirklichkeit ist es ein Beruhigungstee. Ich wollte eigentlich ein paar Kaffeedämonen heraufbeschwören, aber davon kann man so schlecht schlafen. Und wir brauchen ja unsere Kräfte für die Schlacht. Jetzt muss ich den Kessel bewachen, bevor er zu pfeifen anfängt. Der Wanderer hat so empfindliche Ohren. Kaffeedämonen. Gähn hier doch bitte nicht so rum. Weißt du denn nicht, wie ansteckend das ist? Und ich muss doch meinen Kessel bewachen. Okay. Sag mal, wenn du eh noch aufbleibst, kannst du dann nicht auf den Kessel aufpassen? Ja. Aha. Oh, prima. Dann kann ich endlich schlafen. Du weißt ja, wir brauchen unsere Kräfte für die Schlacht. Zwei sind schon eingepennt. Sehr schön. Geheimnisvoller NPC.
Die vermummte Gestalt saß schweigend am Lagerfeuer. Komisch. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass die im Abenteuer vorkam. Aus welchem Sourcebook stammt die denn? Nanu, wen haben wir denn da? Eine kleine Barbarenkriegerin? Aha. Ich spüre großen Zorn in dir. Lodert in dieser kleinen Brust etwa das Feuer der Kampfeslust? Aha. Dann lass dir einen Rat geben. Schluck es runter. Die erfolgreichste Schlacht ist die, die gar nicht erst ausgefochten werden muss. Also sei eine brave Barbarenkriegerin und leg dich etwas hin. Lillegrim konnte kaum glauben, was sie da hörte. War dies nicht ein Fantasy-Rollenspiel? Wo war denn der Spaß dabei, sich vorzustellen, tatenlos um ein Lagerfeuer zu sitzen? Lillegrim dachte gar nicht daran, den einlullenden Worten des geheimnisvollen NPC nachzugeben. Wenn überhaupt, machte sie das alles nur noch wütender. Zu dumm, dass es ihr nicht erlaubt war, die Beherrschung zu verlieren. Nur allzu gern hätte sie diese wandelnde Schlaftablette in Grund und Boden. Okay. Du siehst einen großen Zauberkessel. Mach mal einen Wurf auf Ansehen. Du entdeckst ein Sicherheitsventil. Okay. Das Lagerfeuer prasselte atmosphärisch. Wo ist denn nur Ade? Ich hatte extra eine CD mit Lagerfeuerprasseln gebrannt. Ich muss sie im Feuer gelassen haben. Stellt euch das Prasseln einfach vor. Kein Problem. Holzscheite? Kann ich die auch mitnehmen? Ja. Mach mal einen Wurf auf physikalisches Grundwissen. Schwierigkeit 12. Barbarenmalus minus 5. Lillegrim erkannte, dass das keinen Sinn ergab. Okay. Kann ich die Scheite ins Feuer tun? Okay. Will nicht irgendjemand was unternehmen? Sir Drogeloff? Drogelbecher? Im Charakter, bitte. Drog? Noch nicht, Lillegrim. Das Feuer soll ja noch die ganze Nacht halten. Okay. Was ist mit der Kugel? Gut. Die Kugel steckte, aber noch reichte der Druck im Kessel nicht aus, um etwas zu bewirken. Das haut den Drogelbecher K.O.? Du versuchst also, das Ventil mit dem viel zu großen Holzscheit zu verstopfen. Mach mal einen Wurf auf Geschicklichkeit. Nein. Okay, ich wollte das aber auch nicht auf den Kessel, sondern aufs Feuer. Okay, will nicht irgendjemand was unternehmen? Sir Drogelot? Drogelbecher? Okay, das geht noch nicht. Denk an meine Worte. Die erfolgreichste Schlacht. Gut, also. Kenn dich schon. Du siehst, mach mal. Auch schon. Gut. Ich glaube, dann geht's hier gerade nicht weiter. Zur Koboldklamm. Sieh an. Ist das etwa die legendäre Streitmacht Hothmothigos? Ein kleines Mädchen mit Zöpfen? Köstlich. Oh, so zornig, kleines Mädchen. Du willst uns doch nicht etwa den Krieg erklären, oder? Das wäre ja schon fast eine angenehme Abwechslung. Immer nur die Beine hochlegen und Tee trinken. Auf die Dauer ist das auch nichts für eine Streitmacht wie meine Koboldarmee. Aber wozu sollte ich das Kampfhorn blasen lassen? Meine Speer haben mir von deinen Faulenzer-Kollegen berichtet. Willst du mein Heer etwa mit diesen schnarchnasigen Trantüten besiegen? Ich glaube kaum. Solange wir nicht angegriffen werden, halte ich mich an den Rat dieses freundlichen Wanderers. Abwarten und Tee trinken. Lillegrim
kochte vor Wut. Sie stand kurz davor, die Kontrolle zu verlieren. Doch etwas hielt sie zurück. Na gut, ach. Kann ich gar nicht mit dem weiterreden. Gut, dann mache ich an dieser Stelle eben kurz Pause, Leute. Und im nächsten Part machen wir weiter und ich... Mal schauen, vielleicht kommen wir dann irgendwie hier vorwärts. Bis dahin, ciao.